Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Channel von Thema eSport. Ja, lange hat man von uns nur irgendwelche Gameplays gesehen oder Kleinigkeiten, aber jetzt haben wir auch seit einem Monat den lieben netten Maximus da. Maximus, sag doch mal hallo. Hallo. Jo, und wir sind ja jetzt quasi in unserem 7. Jahr. In einer Ehe oder Beziehung würde man jetzt sagen, das pieselt, aber bei uns ist das nicht so. Und wir haben uns überlegt, was können wir denn Neues machen. Und da dachten wir nochmal, Thema 7 Jahre, das ist schon mal ein Grund zu sagen, okay, dann können wir doch mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen und wie entstand einfach alles? Gab es überhaupt Erfolge? Einige werden vielleicht jetzt munkeln und sagen, gab es überhaupt Erfolge bei TMA? Ja, auch die gab es. Und ja, das wollen Maximus und ich in mehreren Teilen euch mal ein bisschen näher bringen und Richtig. hoffen, ja, und hoffen einfach mal, dass ihr dabei Spaß habt und vielleicht neue Erkenntnisse auch haben werdet über uns. Ein herzliches Hallo zur Thema-Geschichte. Ich bin Maximus und bin heute so ein bisschen der Interviewer. Also ihr seid live dabei, ich kann den Leader von Thema einfach mal befragen, wie es denn alles entstanden ist, wann es entstanden ist und was wurde eigentlich erreicht. DJ, fang doch einfach mal an und sag, wie lange ist das her oder wann wurde Thema gegründet, mit wie vielen Leuten und wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, Thema zu gründen? Oh, ja, das ist ja schon die wichtigste und schwierigste Frage. Ja, also angefangen hat eigentlich alles 2008. Auch ich bin erst 2008 quasi in das Online-Gaming eingestiegen und bin damals noch in den Clan Phoenix eingestiegen, der damals in dem Team-Shooter Rainbow Six Las Vegas unterwegs war. Und habe da auch relativ schnell neue Leute kennengelernt. Und es hat sich so ergeben, dass ich da auch relativ schnell der Co-Leader wurde. Allerdings ging der Clan dann in die Brüche. Der COD-Bereich ist jetzt zum Teil denn zu KOD gegangen oder beziehungsweise hat KOD gegründet. Somit gab es eigentlich nur noch die Rainbow Six Las Vegas Gruppe. Da ging der Clan einfach ja, in die Brüche. Ja, doch, hat sich auseinandergelebt. Und man hatte sich aber jetzt kennengelernt und man mal befreundet. Hat überlegt, was man machen könnte. Und einige hatten dann gesagt, naja, DJ, du hast es so schön gemacht, eigentlich bei Phoenix, bei PRX. Könntest du nicht irgendwie dir vorstellen, was aufzubauen? Und da fing es auch schon an. Lange überlegt, war ja Sommer gerade. Und man hat überlegt, okay, wir machen was Eigenes. Und ja, ich war dann quasi so der Frontmann, der das alles so ein bisschen in die Hand genommen hat und hatte damals die Unterstützung noch von Spatz SK und Hörnchen 85. Okay. Haben den Plan quasi gegründet. Eine wichtige Frage, sind denn diese Leute Spatz SK und Hörnchen noch im Clan? Leider nein. Okay. Ja, also, wie gesagt, uns gibt es jetzt schon Ewigkeiten, knappe 7 Jahre, dass da Meinungen auseinandergehen oder eben auch, ja, die Clan-Ansichten sich ändern, ist klar und es ist immer schwierig, das dann auch länger durchzuhalten. Also aktuell bin ich, sagen wir mal, der letzte aktive Spieler, der Gründer noch von der damaligen Zeit. Also die Ansichten haben sich dann, wie gesagt, geändert und ja, es war ein harter, langer, steiniger Weg. Aber so ein Clan geht eben halt durch Höhen und Tiefen. Oh ja, Ja, das also stimmt. 2008 haben wir dann, wie gesagt, das Ganze angefangen. Damals hieß man noch Terror Muppets Alive. War vielleicht jetzt nicht der professionellste Name. Aber ja, es war cool zu der Zeit. Wir hatten auch eine Homepage, die sehr kunterbunt war, die auch sehr stark besucht war. Und ja, es hat Spaß gemacht. Also war richtig, ja, das Leben blühte auf quasi, könnte man sagen. Und ja, haben dann 2008 quasi damit auch angefangen. Der Name entstand ja relativ kurios, weil ich habe früher gerne immer die Muppets hier geschaut und habe auch immer das Intro auf dem Handy gehabt. Und Okay. wenn mein Telefon geklingelt hat, kam dann die Muppet-Melodie und alle Leute hatten einen Ohrwurm in der Lobby. Somit war irgendwie dann auch Muppets schon der Name und mussten nur noch irgendwelche zwei Sachen dazu uns ausdenken. Und ja, meine Freundin hat dann einfach von hinten aus dem Hintergrund gerufen: Nennt euch doch Terror Muppets Alive.
Und sagten, okay, das hört sich witzig an. Hört sich gefährlich an. Nehmen wir. Hüt mal so ein, nehmen wir so mit. Okay. So. Und dann ging es auch schon los. Also wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, wir starten jetzt durch, waren wir, glaube ich, an die 20 Member. Mhm. Da haben wir gesagt, am Anfang erstmal gesagt, okay, wir spielen Rainbow Six Las Vegas. Und haben aber nach und nach kamen dann erstmal FIFA dazu. FIFA ist so ein Standardding, die ja auch viele Clans bei sich haben. Ja. Aber dann kam auch COD dazu. Und auch wenig später kam ja dann Spiele raus wie SOCOM, Confrontation. Oder auch Killzone. Und ja, wir sind relativ schnell dann auch gewachsen. Also ich glaube innerhalb anderthalb Jahre waren wir dann schon rasant schnell bei 70, 80 Membern. Oh, okay. Ja, wir gelten ja jetzt schon, würde ich mal sagen, als sehr familiär und großer Haufen. Und das ist eigentlich schon bei TMA schon immer so gewesen. Und ja, dann waren eben diese 70, 80 Member da. Leider in COD damals ganz, ganz schlecht vertreten. Also in der PlayStation Liga war so die rote Laterne unser, würde mal sagen, unser Stammplatz. In dem Bereich von RSV, also beim Bus ist Las Vegas, war das denn aber eigentlich ganz andersrum. Da hatten wir zwei Squads, der A-Squad und der B-Squad. Der A-Squad war damals das Nonplusultra mit in der Rainbow Six Las Vegas Liga. Mhm. Und hat eigentlich alles aus dem Weg geräumt. Ja, und der B-Squad, der war dann quasi so der... Eine Kopie nicht, die waren schon eigenständig. Aber haben auch ein bisschen die Liga durcheinander gebracht. Und damit konnten wir uns schon mal sehen lassen. Auf jeden Fall. Also, hatten uns schon mal einen Namen gemacht, sagen wir mal so. Eine kurze Zwischenfrage, war Thema schon immer auf der PlayStation vertreten? Ja, also wir haben quasi alles angefangen auf der PlayStation 3. Mhm. Bis jetzt die PlayStation 4 kam, waren wir auf der PlayStation 3 auch immer vertreten. Mhm. Und hatten jetzt, als die PlayStation 4 rauskam, lange, lange Durchstrecke. Und es war auch schwierig im Plan, dieser Umbruch von PlayStation 3 auf PlayStation 4. Oh, ich glaube, da haben viele Clans mit zu kämpfen gehabt. Ja, also das auf jeden Fall. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ich glaube, teilweise waren wir kurz davor hinzuschmeißen. Oh, okay. Ja, und wir wären ja nicht TMA. Nicht TMA wären, also wir hatten oft Höhen und Tiefen. Und wir schmeißen nicht so einfach hin. Aber wie und wieso und weshalb, warum wir das mal schaffen, das würden wir euch denn beim nächsten Teil erzählen. Und dann geht's aber weiter auf dem Kanal von Maximus. Genau. Sonst würde das einfach die Rahmen sprengen, wenn wir hier einfach mal 13 Stunden einfach so quatschen würden. Ihr findet den nächsten Part auf meinem Kanal, Maximus, einfach auf YouTube suchen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann einfach im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.